Hatten wir vielleicht in den letzten Jahren einfach nur Glück? Hat sich der Markt jetzt so verändert, dass Optionsverkauf überhaupt nicht mehr funktioniert, dass es überhaupt nicht mehr funktionieren kann? Vielleicht habt ihr euch ja auch schon mal diese Frage gestellt und genau darum geht es heute in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und im heutigen Video will ich euch mal mitnehmen auf eine kleine Gedankenreise und will euch anhand meiner Erfahrung, aber auch der Dinge, die ich über Optionen weiß, kurz darlegen, warum ich felsenfest davon überzeugt bin, warum der Optionsverkauf nicht nur jetzt auch noch funktioniert, sondern auch noch die nächsten Jahre funktionieren wird. Und warum ich das so denke und meine, das seht ihr jetzt hier im Video. Die Frage, die ich eingangs erwähnte, ne, funktioniert denn Optionsverkauf überhaupt noch? Hat sich denn vielleicht der Markt geändert? War denn das vielleicht in den letzten Jahren einfach nur Glück, weil wir waren ja in einem Bullenmarkt? Was ist denn, wenn es jetzt mittlerweile anders wird? Ne? Das habe ich in der letzten Zeit recht häufig gelesen. Und zwar, die einen haben gesagt, ja, der hat ja nur Glück gehabt, weil die letzten Jahre war ja ein Bullenmarkt und wer weiß, ob das auch noch in Zukunft funktioniert. Und auf diese Kommentare lege ich jetzt nicht so wahnsinnig viel Wert. Ich habe aber auch Kommentare gelesen und auch E-Mails bekommen von Kunden, Abonnenten des Börsendienstes, die natürlich sagen, Mensch Jens, ich bin jetzt seit einem halben Jahr dabei und irgendwie, es funktioniert nicht so richtig. Ne? Ich komme nicht so richtig voran, ich trete auf der Stelle, ich trete quasi Wasser. Und auch wir, und das kann ja auch jeder, das weiß ja auch jeder, auch wir haben dieses Jahr ein schwieriges Jahr. Also das heißt, wir sind auch dieses Jahr mit unseren Handelsergebnissen alles andere als zufrieden. Und da ist natürlich klar, wenn man jetzt noch nicht lange genug dabei ist, dass man sich dann die Frage stellt, funktioniert denn das Ganze überhaupt noch? Ist vielleicht die Phase des Optionsverkaufs vorbei? Und das ist natürlich eine spannende Frage und auch eine berechtigte Frage, weil wenn es so wäre, wenn sich also irgendetwas verändert hätte, na, dann könnte man ja auch aufhören damit. Und deswegen ist es schon richtig und konkret, dass man sich mal mit dieser Frage beschäftigt. Als erstes sollten wir mal überlegen, wann kommen denn diese Fragen immer auf? So, und diese Fragen kommen natürlich immer nur dann auf, wenn es mal nicht so läuft. Also das heißt, wenn ich gerade ein neues Allzeithoch im Konto habe, wenn ich die letzten 30 Trades mit Plus abgeschlossen habe, dann werde ich mich das nicht fragen. Und deswegen ist es auch vollkommen klar, dass genau zwei Gruppen sich jetzt diese Frage stellen. Zum einen diejenigen, die recht neu dabei sind und die in ein relativ schwieriges Marktumfeld in diesem Jahr gekommen sind. Und zum anderen vielleicht die, die 2017 ein fantastisches Jahr hatten und jetzt 2018 vielleicht ein weniger fantastisches Jahr haben. Und jetzt sagen, hey, war das vielleicht 2017 nur Glück? Also das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass diese Frage kommt immer nur, weil wir uns unsicher fühlen durch unsere Handelsergebnisse. Ich zum Beispiel stelle mir diese Frage nicht, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil ich schon so lange Optionen handle und schon so viele positive Jahre habe, dass es mir klar ist, auch wenn man es natürlich nicht gerne vor sich sieht, aber es ist eigentlich logisch, dass auch irgendwann mal ein Jahr kommen muss, wo es nicht so läuft. Ja, ich wäre auch gerne ins Guinness Buch der Rekorde gekommen, wenn ich mal 80 bin, wo dann drin steht, dieser Mann hat 50 Jahre lang ohne Verlust gehandelt. Ja, wird nicht funktionieren. Also das Ding ist durch. Es ist schon normal, dass man auch mal ein Verlustjahr hat. Ne? Wie hoch das ausfällt, das liegt an jedem selbst. Aber das ist erstmal normal. Ich zweifle aber nicht dran. Warum? Weil ich schon viele, viele positive Jahre hatte. Und ich habe auch nicht erst seit 2011 angefangen, Optionen zu handeln. Ich habe auch nicht erst 2008 angefangen, Optionen zu handeln. Ich habe auch schon vorher Optionen gehandelt. Das heißt, ich habe Phasen erlebt, wo es extremer Bullenmarkt war. Ich habe Phasen erlebt, extremer Bärenmarkt, jetzt wieder schöner Bullenmarkt. Das heißt, ich habe da auch alle möglichen Phasen durch. Und deswegen habe ich da keine Bedenken mehr. Aber warum glaube ich, dass Optionshandel auch weiterhin funktioniert? Und das liegt einfach daran, wenn wir mal völlig abstrakt uns überlegen, was ist eigentlich eine Option? Und das wisst ihr alle, eine Option ist, und ich schreibe es hier extra mal hin, eine Versicherung. Warum wurden Optionen denn überhaupt in den Handel eingeführt? Und der einzige Grund, warum es überhaupt Optionen gibt, und das ist total wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Der einzige Grund, warum es Optionen gibt, ist, weil es Marktteilnehmer gibt,
die sich gegen Risiken absichern wollen. Die ersten Optionen, die es gab, jetzt nicht historisch betrachtet, ne? Wobei selbst im Reismarkt in Japan im 17. Jahrhundert, als die ersten Optionen gehandelt wurden, waren es Absicherungskontrakte. Man wollte sich einen Preis für die Zukunft sichern. Aber die neueren Optionen, die wurden wirklich nur aus einem einzigen Grund eingeführt, weil Händler das Bedürfnis nach Absicherung hatten. So, und jetzt können wir uns ganz einfach fragen, wir schreiben das Jahr 2018, gibt es dieses Bedürfnis nach Absicherung noch? Also glaubt ihr, dass es dieses Bedürfnis nach Versicherung an den Finanzmärkten noch gibt? Ich will jetzt hier mal gar nicht auf die Aktienmärkte noch eingehen. Ne? Also das heißt, warum kauft jemand eine Put-Option aus Angst vor fallenden Kursen? Warum? Also das ist relativ klar, aber wie ist denn das auch in anderen Märkten? Wie ist das denn im Ölmarkt? Gibt es da Bedarf, sich abzusichern? In dem Fall sogar gegen steigende oder gegen fallende Preise. Könnt ihr euch vorstellen, dass es Marktteilnehmer gibt, die sagen, jawohl, ich brauche so eine Versicherung? Und das könnt ihr jetzt mal einzeln für jeden einzelnen Markt nehmen, den ihr kennt. Getreide, Währungen, Zinsen, Fleischmärkte, Metalle, Energie, Aktienmärkte, Kryptowährungen, weil da gibt es ja mittlerweile auch Futures, vielleicht hoffentlich bald mal Optionen. Ne? Aber gibt es da das Bedürfnis hier nach Versicherung? Also wenn nicht dieses Jahr, wann dann? Ne? Also das ist auf jeden Fall klar. Nachfrage nach Versicherung ist definitiv vorhanden. So, jetzt könnte es natürlich sein, dass man sagt, okay, der Bedarf nach Absicherung, nach Versicherung ist zwar noch da, aber es gibt mittlerweile bessere Produkte als Optionen. Und überlegen wir mal, gibt es denn mittlerweile jetzt, seit vielleicht einem Jahr, gibt es jetzt andere Produkte, die es letztes Jahr noch nicht gab oder die es in den letzten 10 Jahren, in den letzten 20 Jahren noch nicht gab? Gibt es also irgendetwas, wie du dich mittlerweile leichter am Markt absichern kannst als über Optionen? Und ganz ehrlich, ich habe darüber nachgedacht und mir ist nichts eingefallen. Also mir ist nichts eingefallen, wie man gerade auch als Institutioneller, als großer Anleger sich gegen fallende Preise besser absichern könnte als mit den ganzen Instrumenten, die es schon die ganzen letzten Jahre gab. Weil das sind letztendlich immer nur zwei. Das sind Futures oder Optionen. Was anderes gibt es nicht. Ne? Also Stoppkurs und so. Für Instis ist das alles kein Thema. Sondern wenn du dich hedgen willst, hast du nur zwei Chancen. Das ist der Terminmarkt. Und der Terminmarkt besteht aus Futures und er besteht aus Optionen. So, das heißt also, die Produkte sind immer noch die gleichen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ihr wisst, wenn wir Optionen verkaufen, und da hat jetzt auch mal jemand einen sehr, sehr interessanten Kommentar hier unter ein Video geschrieben, das fand ich toll. Mein Argument ist ja immer, Optionen müssen zu teuer sein, weil sonst niemand bereit wäre, diese Optionen zu verkaufen. Also ich sage hier Optionen zu teuer. Und deswegen bevorzugt das die Verkäufer. Und jetzt war dieser Kommentar, und der war wirklich klug überlegt, da stand nämlich dann drin, könnte man nicht aber auch argumentieren, Optionen müssen zu billig sein, weil sonst würde sie ja niemand kaufen? Okay, überlegen wir nochmal, was sind Optionen? Optionen sind Versicherungen. Und jetzt ist doch die Frage, stellt euch bitte Folgendes vor. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Menschen heutzutage in einen Käuferstreik treten bei Versicherungen, weil sie sagen, sie sind zu teuer, ihr müsst die billiger machen? Und jetzt geht mal weg von diesem ganzen hier Finanzmarkt, Optionen, sondern geht mal in den normalen Versicherungsmarkt, weil das Geschäft ist 1:1 das gleiche. Stellt euch mal vor, in Deutschland leben 80 Millionen Menschen. Der größte Teil davon lebt in Familien. Da gibt es Männer, da gibt es Frauen, die sind für ihre Familie verantwortlich. Und was haben da die allermeisten davon? Die haben zum Beispiel eine Risikolebensversicherung. Und überlegt jetzt mal, kann es denn wirklich sein, dass jetzt die ganzen Leute sagen,
in der Mehrheit, ein Einzelner, das wisst ihr, kann immer sein, aber dass die Mehrheit sagt, also nee, mir sind die Versicherungen, diese Risikolebensversicherungen sind mir mittlerweile viel zu teuer geworden, das mache ich nicht mehr. Ich bin nicht mehr bereit, im Jahr, keine Ahnung, 500 Euro zu bezahlen, um meine Familie im Notfall abzusichern. Die müssen erst auf 250 Euro runterkommen, damit ich wieder bereit bin, meine Familie abzusichern. Überlegt euch mal die Diskussion zu Hause. Du kommst nach Hause und sagst zu deiner Frau, oder wenn du eine Frau bist, dann kommst du zu deinem Mann und sagst, hey Schatz, wir kündigen jetzt alle Versicherungen, das ist mir einfach alles zu teuer. Wir gehen einfach mal davon aus, es passiert nichts. Überlegt euch das mal. Ihr habt ein Haus gebaut, ihr habt gekauft, was auch immer. Ne? Ihr habt ein Auto gerade geleast oder finanziert, ihr habt eine Wohnung neu eingerichtet. Egal was, würde das jemand machen? Würde das die Masse machen? Würde es jemand machen? Klar würde es jemand machen. Aber würde es die Masse machen? Nein, würde es nicht. Warum? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass es dich trifft, ist ja vielleicht gar nicht so groß. Also ich habe zum Beispiel auch Risikolebensversicherungen. Ne? Warum? Weil ich sage, hey, wenn mir was passiert, möchte ich, dass meine Familie finanziell extrem abgesichert ist. Ich möchte, dass es meiner Familie gut geht, auch wenn mir etwas passiert. Gehe ich davon aus, dass ich diese Versicherung brauche? Nein, gehe ich nicht. Ne? Ich gehe nicht davon aus, dass ich die brauche. Im Gegenteil, ich gehe davon aus, ich wäre 130 Jahre alt und ich werde die nie brauchen. Würde ich aber darauf verzichten? Nein, würde ich nicht. Warum? Weil wenn dieser eine spezielle Fall eintritt, dann ist der Schaden so groß, dass es in keinem Verhältnis zum Aufwand steht. Und das ist hier genauso. Wenn du als institutioneller Investor ein Milliardenportfolio hast oder wenn du Rohstoffe handelst, da geht es um so wahnsinnig viel Geld. Und wenn du dann sagst, okay, ich bin nicht mehr bereit, diese paar Prozent im Jahr Risiko zu bezahlen oder Absicherung zu bezahlen und setze mich damit komplett dem Risiko aus, was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass dein Geschäft eventuell über Nacht aus dem Rennen gehen kann. Es gibt viele Bereiche, wo du sogar gezwungen bist, Absicherung zu machen. Wenn du heutzutage, nehmen wir auch das wieder, das Beispiel Versicherung, wenn du heutzutage sagst, ich möchte mir ein Haus kaufen und du gehst zu deiner Bank und sagst, hier Bank, Einkommen ist das und Eigenkapital ist das, wie schaut's aus, kriege ich von euch Kredit? Dann sagen die, jawohl, Kredit bekommst du, überhaupt kein Thema, wir machen dir einen super Zinssatz, Zinsbindung, bla bla, aber es wäre schon ganz gut, wenn du eine Risikolebensversicherung machst. Ja? Warum? Weil die sagen, hey, was ist denn, wenn du morgen tot bist? So. Und das heißt, die zwingen dich dazu, so etwas zu machen. Und auch fairerweise. In Amerika müssen die Farmer, damit sie Kredite von ihren Banken bekommen, müssen sie ihre Ernte hedgen. Ja, das ist bei uns unvorstellbar, da ruft man auch dem Staat. Aber in Amerika sind die gezwungen. Du kannst heute ein großes Unternehmen nicht mehr führen, wenn du nicht gehedged bist, weil du läufst Gefahr, aus dem Rennen genommen zu werden. So, und aus dem Grund müssen Verkäufer von Versicherungen immer profitieren. Das heißt, es kann keinen Käuferstreik geben, weil der Kauf lebensnotwendig ist. Es ist lebensnotwendig. Und deswegen sind Optionen genau wie Versicherungen einfach zu teuer. Und um das jetzt mal ein bisschen optionstechnisch wieder auszudrücken, heißt das, dass die realisierte Volatilität, also die Gefahr, die wirklich, umschreiben wir es mal, das ist fachlich nicht zu 100% korrekt, aber damit es jeder versteht, dass die realisierte Volatilität in den meisten Fällen geringer ist als die implizite, also das heißt die angenommene. Das heißt, die Schwankung, die man am Terminmarkt annimmt oder die man am Markt annimmt, was könnte passieren? Die Erwartungshaltung ist immer höher als das, was tatsächlich dann passiert. Es gab seit 2004 genau ein einziges Jahr, wo es mal kurzzeitig anders war und das war 2008. Ne? Da war der Markt wirklich überrascht, was so extrem kam, das hatte man nicht eingepreist. Aber sonst, auch dieses Jahr wieder, definitiv ist es so, der Markt preist mehr Risiko ein, das heißt, er erwartet viel schlimmere Dinge, als letztendlich passieren. So geht es uns übrigens immer im Leben. Ne? Wir erwarten immer, dass schlimmere Dinge passieren, als tatsächlich dann passiert. So, und aus dem Grund bin ich felsenfest davon überzeugt, solange es Finanzmärkte gibt, solange es Optionen gibt, wird sich der Verkauf von Optionen lohnen. Und das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, wenn wir in diesem Jahr, und da nehme ich mich voll mit rein, wenn wir in diesem Jahr Verlust gemacht haben oder kein zufriedenstellendes Ergebnis gemacht haben, dann gibt es genau
einen Punkt, wo wir suchen müssen. Und das sind wir selbst. Dann haben wir selber individuelle Fehler gemacht. Dann haben wir den Markt falsch eingeschätzt. Dann haben wir Dinge falsch gemacht, Opportunitäten nicht genutzt, waren vielleicht manchmal zu aggressiv unterwegs. Also gibt es unterschiedlichste Dinge. Aber das Konzept funktioniert definitiv. Das Konzept des Optionsverkaufs funktioniert definitiv. Und wenn wir uns das bewusst machen, dass wir hier ein Konzept haben, der Verkauf von Optionen, der funktioniert, dass wenn wir nicht zufrieden sind, wenn wir Minus haben, dass es an uns selbst liegt, dann wissen wir, woran wir arbeiten müssen. Wir müssen nicht das Konzept als Ganzes hinterfragen, sondern wir müssen uns nur fragen, wie setzen wir das Ganze in der Praxis um. Und wenn wir das hinkriegen, dann weiß ich auch, dass wir über kurz oder lang wieder sehr freudig auf unsere Kontoauszüge schauen werden und sagen, jawohl, super Sache, Optionsverkauf ist ein tolles Ding. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Meinungen. Seht ihr das auch so? Seht ihr es vielleicht ganz anders? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Und was wollt ihr zu dem Thema einfach mit beitragen? Also, schreibt mir das Ganze bitte hier unten in die Kommentare hinein. Ich freue mich sehr auf alles, was ihr habt. Und ihr seht auch, gerade wenn jemand manchmal sowas schreibt, wo ich was vielleicht im ersten Moment, wenn man es liest, vielleicht von Fremden oder jemand, der das zum ersten Mal liest, denkt, oh, da hat jetzt aber einer kritisch gefragt. Im Gegenteil, super. Genau das ist ja das, was uns voranbringt, wo wir auf den, oh, wie heißt es so schön, auf das Pudelskern kommen. Pudelskern, ich habe einen Dackel. So, okay, das war's für heute. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Zeit. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ihr dürft dieses Video natürlich wie immer bewerben. Ihr dürft dieses Video teilen, Daumen hoch, was auch immer. Ne? Danke fürs Zuschauen. Viel Erfolg an den Märkten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Danke, tschüss, servus, bye, bye.